Hey, wohin geht ihr? Wir wissen es nicht. Wie meinst du das? Opa hat uns geschickt, um Gurkenkraut zu sammeln und wir wissen nicht mal, was das ist. Und warum habt ihr sie nicht gefragt? Wir hatten Angst. Und dann greift sie uns wieder an oder sowas. Ihr seid lustig, Gurkenkraut ist einfach rote Beete. Das wächst in eurem Garten. Ernsthaft? Ja. Warum zum Teufel gehen wir in den Wald? Leute, habt ihr unsere reichen Schulkinder vermisst? Lasst uns 60.000 Likes für sie sammeln. Das ist cool. Wohin seid ihr verschwunden? Ich koche Borscht. Gebt mir schnell Gurkenkraut. Okay, ich denke, es ist Zeit zu gehen. Danke für die Hilfe, ja? Willkommen. Ich sehe, ihr seid noch etwas überfordert hier. Wenn ihr einen Übersetzer braucht, dann meldet euch bitte, okay? Ja, das bekommen wir schon hin. Ja, ja, wir werden sehen. Warum seid ihr hier? Wahrscheinlich geht es um diese Sachen, die Jugendliche machen, was? Oma, wir unterhalten uns doch nur. Ich kenne eure Geschäfte, eure Computer, eure Festplatte, eure Lieblingsshirts. Glaubt ihr, die Oma ist zurückgeblieben? Ihr müsst euch mit mir unterhalten, verstanden? Ich bin schlau. Ja, darüber reden wir auch wirklich gerade. Was gibt's noch zu beachten außer... Aufwachen, Gurkenkraut essen und einen erfolgreichen Tag haben. Ich wette, in einer Woche sind sie verschwunden. Ja, oder noch schneller. Ja, die hiesige Beaumont glänzt nicht mit Manieren. Was hast du gesagt? Hast sie uns da gerade beleidigt oder so? Nein, nein, nein. Sie meinte einfach, ihr seid richtig nette Leute. Ah, na sicher. Das ist schon okay. Wir kennen viele Wörter, die ihr nicht kennt. Zum Beispiel? Zum Beispiel. Ihr hört das später. Und ihr werdet sehen, wer ohne uns schlechter dran ist. Oder wir ohne euch. So, Kinder, los geht's. Ich habe Shanga für euch gekocht. Kommt schon. Ist das wieder eine Rattensuppe? Ihr habt es gehört. Geht los. Liebling, geh bitte zum Hühnerstall und bring mir Eier, okay? Nun, gibt es dort Hühner? Natürlich nicht. Jeder weiß, dass Pinguine in Hühnerställen leben. Natürlich werden sie das. Was für dumme Fragen. Nun, sie werden mir doch ihre Eier nicht selber geben, oder? Hör auf, so einen Unsinn zu erzählen. Du gehst jetzt hin und nimmst sie einfach. Vielleicht kommst du mit mir rein. Nein, Oma hat dich da hingeschickt. Also mach du, okay? Was bist du für ein Bruder? Sie sind so verrückt. Ich werde ihnen keine Eier wegnehmen. Ich glaube, sie haben mir ein obszönes Zeichen gezeigt. Und mir geht es auch ohne Frühstück gut. Ich brauche keine Eier. Ich gehe da nicht mehr rein. Wie du willst, aber ich bleib nicht ohne Frühstück. Dann geh doch rein und nimm du die Eier mit. Okay, das mache ich sogar. Ich denke, wir bleiben ohne Frühstück. Na, braucht ihr Hilfe? Ehrlich gesagt, ja, brauchen wir. Es ist erstaunlich, wie Stadtmenschen nicht mit Tieren umgehen können. Das ist doch so einfach. Willst du uns jetzt helfen oder nicht? Ich helfe euch. Aber ihr gebt mir euer Telefon zum Spielen. Na gut. Vielen Dank. Wir können jetzt frühstücken und du kannst an dem Handy da zocken, ja? Normale Menschen essen bereits zu Abend und ihr frühstückt noch. Was ist mit deinem Gesicht los? Du siehst aus, als hättest du ein riesiges Huhn gesehen. Dein Telefon. Was ist mit meinem Telefon? Schalt es besser nicht ein. Was hast du damit gemacht? Es saß eine Ameise darauf. Und ich habe sie zerschlagen. Hast du mit einem Hammer eingeschlagen? Nein, das war mit meinem Fuß. Okay, das Glas kann noch ausgetauscht werden. Das war noch nicht alles. Ich wollte die Reste von der Ameise abwaschen und habe dein Handy in den Eimer Wasser getan. Und jetzt geht es nicht mehr. Aus welchem Grund? Weil du es zerstört hast? Woher sollte ich denn wissen, dass Stadtmenschen so empfindlich sind? Wir haben eine Maschine, die zu jeder Jahreszeit funktioniert. Und sie ist in Ordnung. Dann spiel doch mit deiner Maschine.
Du bist wohl zurückgeblieben. Es gibt keine Spiele. Es geht um Anrufe. Ich und zurückgeblieben. Oma, was haben wir zu essen? Oma! Oma! Oh, sieh mal, ein Zettel. Ich sammle mit Markäfner wilde Äpfel in der Schlucht? Was für eine Schlucht? Schneide Shigiri in der Nähe des Zauns und bring es zu den Ferkeln. Im Ofen ist Oberschenkel. Hast du das verstanden? Ein einziges Wort. Was kann man daran nicht verstehen? Eure Oma ist mit den Nachbarn in die Berge gegangen, um Wildäpfel zu sammeln. Und während sie dort ist, sagt sie euch, dass ihr das Gestrüpp am Zaun abschneiden sollt. Was soll ich machen? Oh mein Gott, ihr sollt... Ja, da sind doch Erdbeeren und du sollst sie an die Ferkel verfüttern, auf jeden Fall. Mit Erdbeeren? Ja. Ja. Und was ist Tati und was soll ich mit dem Oberschenkel machen? Das ist ein Fehler, man soll Pflastersteine in den Ofen legen. Und Tati ist Wasser, du solltest es dort abstellen. Ah, deswegen Tati. Ah, aber verbrennen die Pflastersteine nicht im Ofen? Es raucht also nicht. Du warst auch traurig, weil der Zirkus nicht gekommen ist. Du willst jetzt alles sehen. Ah! Ihr habt alle Erdbeeren vergeudet. Ihr Teufelchen. Aber es hat ihnen wirklich gefallen. Warum habt ihr Steine in den Ofen gelegt? Zum Abendessen wollte ich eine Suppe kochen. Oh, Oma. Die haben uns das gesagt. Hört auf, euch der Oma zu widersetzen. Geht, ihr werdet jetzt hungrig sein. Ihr erinnert euch, dass wir gesagt haben, dass ihr Worte hören werdet? Ihr habt uns ausgetrickst. Wir haben euch nur gezeigt, dass ihr ohne uns nicht mal eure Oma verstehen werdet. Na und? Gebt uns euer Telefon für die Hilfe. Danke, wir werden das schon selbst lesen. Lass uns gehen, Kate, komm. Wir sind sowas wie die Übersetzer hier in diesem Dorf, okay? Ohne uns werdet ihr die Worte des Dorfes nicht verstehen. Übrigens, Schwester, weißt du, dass Morgenstern heute seinen Anzug ablegen wird? Im Ernst? Und mit wem? Er hat die Kartoffelbabys ins Trockene gebracht. Er sollte einen Ausschnitt auf seiner Insta-Seite posten. Natürlich, aber vielleicht wird es auch nur ein Auflauf in seinem Schnitt. Verstanden. Gut, dann werden wir uns wieder heute Abend sehen. Hast du etwas verstanden von dem? Abends. Am Abend wird irgendwas passieren. Also, Kinder, helft ihr eurer Oma heute? Na, wird's bald? Ja, was sollen wir denn tun? Ich werde euch heute nicht überfallen. Ihr sollt also Wasser aus der Grube holen, die 10 Kartoffeln jäten und alle Eier einsammeln. Kate weiß ja bereits, wie man das macht, nicht wahr, kleines Kind? Süße. Danach sammelt ihr Kirschen und Pflaumen. Alles ist in der Nähe des Hauses. Und dann das Grundstück für die Erbsen in der Ecke umgraben, bitte, ja? Ich glaube, das war's. Verdammt, Mann. Seid ihr auch schockiert? Ich bin schockiert. Wie sehr sie euch mag. Das ist ja so wenig Arbeit. Wie bitte? Wenig Arbeit? Seid ihr verrückt? Wir schaffen das nicht mal innerhalb einer Woche. Eigentlich tun wir das jeden Tag. Für uns ist das wie ein Aufwärmtraining. Also wirklich. Lächerlich. Also könnt ihr uns so leicht helfen? Kein Problem. Kann ich mir dein Tablet ausleihen? Mann. Okay, wir machen es alleine. Oh, ich hab vergessen. Bringt den Sack Mais vom anderen Feld mit. Aber tragt dicke Oma-Hosen, wenn ihr dorthin geht. Verstanden, Kinder? Das ist wichtig. Warum? Na, wenn der Sicherheitsdienst auf euch schießt, dann wird das euren Hintern schützen. Ja, so ist das. Habe ich das richtig gehört? Wir müssen einfach Mais für sie stehlen? Wo liegt das Problem? Wir alle haben das schon gemacht. Schau mal hier. Als der Sicherheitsdienst auf mich geschossen hat, musste ich 3 Monate ins Krankenhaus. Ein Irrenhaus ist das.
Ihr seid also noch nicht davongerannt? Uns geht es hier gut. Wir haben Chips mitgebracht. Lecker sind die. Chips? Was ist das? Ihr wisst nicht, was Chips sind? Das sind ganz wertvolle Süßigkeiten und es ist wirklich schwer, sie zu finden. Darf ich mal probieren? Nein, okay. Wir müssen noch Unkraut jäten und den Hühnerstall reinigen. Und während wir kauen, haben wir eine Art Mittagessen. Kauderwelsch, wir machen jetzt alles und ihr gebt uns die Chips dafür. Okay, Deal. Beeilt euch, okay? Sie sind einfach so lecker. Oh, seid ihr schon fertig? Cool. Hier, nehmt eure Chips. Das sind doch nur Kartoffeln. Ja, also, das haben wir vergessen zu sagen. Also, Kinder, na? Habt ihr alles erledigt? Ja. Ja. Ein Glück. Was ist das für ein Schrott, den ihr da esst? Eine Frechheit. Hooligans, lernt von meinen Enkelkindern. Die wissen, was Essen ist. Und wer hat ein Problem mit dem Verstehen? Verschwindet von hier, ihr Hooligans. Ihr verwöhnt meine Enkelkinder mit eurem Drecksessen. Eine Frechheit. Geht weg. Wow, also so toll war das jetzt auch nicht. Habt ihr etwas gesagt oder habe ich mich gerade verhört? Er sagte, der Strom sei vorhanden und es werde nichts weiter benötigt. Ich bestelle mir ein neues Outfit, weißt du? Aha, Outfits im Internet bestellen? Gehen wir, ich grabe den ganzen Sack im Garten aus. Ich bestelle mir ein neues Outfit, weißt du? Eigentlich ist das Outfit ein neues schickes Tuch, weißt du? Oh, kann ich das auch haben? Oh, ich möchte das haben. Nein, das hier bitte. Hast du zwischen dem Melken von Kühen und dem Ausheben von Kartoffeln Zeit zum Lesen? Eigentlich suche ich nach Informationen darüber, wie man ein Schwein vom Mumps heilen kann. Okay, Google. Wie heilt man ein Schwein von Mumps? Okay, ich glaube, das ist seltsam, aber es geht. Danke, Bruder. Bruder. Also, haben wir einen Deal? Ja, wir haben es geschafft. Cool, die sind ja gar nicht so gruselig. Gib mir 5. Ups. Oh, schau mal. Das ist YouTube. Da kannst du schauen, was du willst. Und in diesem Ordner geht es um Online-Shops. Es gibt eine Menge toller Kleider dort. Die sind wunderschön. Großartig. Na? Wer wird der Oma helfen? Wir! Matroschka kalbt jetzt. Ihr müsst das Baby zur Welt bringen, verstanden? Oma hat uns geschickt, weil... Warum nochmal? Oma hat uns geschickt. Wuhu! Und du warst traurig, dass... Ich hab's vergessen. Das hatte ich vergessen. Ich werde euch nicht auf Trab halten. Und eigentlich habe ich Sklerose. Und ich habe vergessen, was zu tun ist. Okay, das ist ein sehr guter Anschlag. Oh ja. Cool, die sind so gruselig.